Hallo Römer, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam. Himmel. Yeah. So. Aua. Aua. Okay. Ah, hatte ich gerade Angst, ey. Ach, komm schon. Tempo verringert, super. Super, super geil. Gut, wir müssen immer noch diesen Dungeon machen. Wir haben ja im letzten Part einen Flea-Orb eingesetzt, damit wir da rauskommen. Weil wegen scheiß Kampfraum, Monsterraum. Ach, die Box brauchen wir jetzt nicht. Donnerwelle, ja doch, komm, nehmen wir mal mit. Tauschen wir gegen die Box. Wir brauchen... Nee, Distanz-Orb brauchen wir auch nicht. So, die Dings, die, oh Gott, verdammt, TMs und so, die sind halt besser als, aua, Orbs. Weil, oder als Boxen, weil die halt mehr im Verkauf bringen. Deswegen, erstmal, Mann, ich sitze echt komisch gerade. Och Gottchen, komm schon, nein. Okay, zack. Und Skogler. Skogler ist nicht besiegt dadurch? Heieiei. Zack. Top-Elixier nehmen wir auch gerne mit. Im Gegensatz zu dem Samen. Essen wir mal. Wir haben jetzt 4 Samen. Die können wir wegschmeißen. Oder essen. Weil unsere Belebersamen. Ich dachte gerade, hier ist Monsterraum, ey. Zinkband nehmen wir auch gerne mit. Im Gegensatz zu einem Samen. Da wäre so viele. Ach komm schon, Belebersamen verbraucht haben. Ach komm schon. Ah. Mann, Silbergummi. Wer muss denn das essen, verdammt. Team. 2, 4, 6, 7. Dragon. 2, 4, 6, 7. Okay, dann esse ich das. Wir haben ja Haru gerade nicht dabei. Können wir ja nicht. Schade eigentlich. Aber naja, der würde ja so gut leveln können, ey. Das ist echt herrlich. Das wäre echt herrlich. Aber Mann, warum ist denn jetzt Knirscher, ey? Knirscher ist verbraucht. Das ist total kacke. Gibt's nicht Linkboxen oder so? Ich glaube schon, ne? Damit können wir doch... Oh, wäre es cool, wenn wir hier eine Linkbox finden würden. Damit kann man ja die Attacken auch im Dungeon verlinken lassen. Glaube ich. Oder? Ich glaube schon. Oder so eine geheime Treppe finden würden. Das wäre auch cool. Das wäre sehr cool. Weil da finden wir doch auch... Können wir da nicht... Da können wir erstens Items wieder... entklebt machen? Lassen? Och nee. Okay, Dragon, komm mal her. Genau. Okay, jetzt können wir was machen vielleicht. Ah. Okay. Ist auch kein Glurak dabei. Das ist schon mal was Gutes. Schon mal sehr gut. Wir setzen Flea-Orb ein. Es geht nicht anders, Leute. Es tut mir leid. Wir können in so einem Monsterraum nichts machen. Das ist richtig kacke. Ich will halt nicht so die ganzen... Ah. Ich will halt nicht die ganzen Belebersamen verschwenden. Es tut mir echt leid, dass wir das nicht machen können. Aber es geht nicht anders. Wir brauchen die Belebersamen alle noch. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob wir mit diesen 4 Belebersamen diesen Monsterraum gepackt hätten. Ich bin mir echt nicht sicher, aber wir können... Bei dem nächsten Monsterraum können wir nicht fliehen, außer wir finden einen neuen Flea-Orb. Alles klar. Das war natürlich mal gerade nicht so gut. Dragon, verlass mich nicht. Hallo, Dragon. Gut. Ach Mann, das ist doch doof. Das ist doch echt doof. Ich hasse Monsterräume. Wuchtorb, okay. Aua. Okay. Warum sage ich bei Kreideschrei Aua? Das macht nicht mal Damage. Es macht nicht mal Damage. Komm her. Ein Stock. Eine Amarena-Beere. Brauchen wir nicht. Hätten eh keinen Platz dafür gehabt, aber naja. Ein Propor-Orb. Was ist das denn? Je größer der Gegner, desto größer auch der Schaden. Reichweite direkter Gegner. Ja, toll. Das bringt nicht so viel. Konterorb. Gibt den Konterstatus, ne?
Könnte man vielleicht mitnehmen. Aber egal. Was wir brauchen, sind Flea Orbs. Oh, was ist das denn? Was bin ich denn da getreten? Das sieht mal... Also, ich erkenn's nicht. Aber... Ich kenne das Item auch, glaube ich, nicht. Deswegen, also... Ja. Gucken wir gleich mal. Nochmal kurz ein Dings, genau. Gigasauger. Okay, es ist auf jeden Fall so ein Item. Zum... mitnehmen. Items, die vom Pokémon geworfen werden, fliegen wild und ziellos in alle Richtungen. Okay. Könnte vielleicht... Schleudert Pokémon weg. Schleudert ein Pokémon weg. Ja, gut. Tausch. Ein Pokémon wegschleudern ist jetzt nicht so die Welt. Einmal das. Und... Ach, Ladungsstoß, dein Ernst? Nochmal das. Zack. Sehr gut. Top Elixier. Anwender springt gegen Wand. Okay. Tauschen. Brauchen wir nicht. Nehmen wir lieber ein Top Elixier mit. Nein, mach doch kein. Och, was ist denn mit dir? Dragon. Okay, Dragon erreicht Level 51. Schon mal ganz gut. Je öfter wir den Dungeon hier machen müssen, desto mehr Level kriegen wir ja auch. Also mehr Erfahrungspunkte und so. Heißt mehr Level. Heißt stärker. Zack. Gut, dass wir so viele Eisendornen haben. Jetzt wirft erst natürlich Eisendorn. Und Treppe. Mann, ich bin mir halt nicht sicher, wie viele Ebenen dieser Dungeon hat. Ich will halt nicht noch... Oh, gut. Ich will halt nicht in noch einen Monsterraum geraten. Darauf habe ich echt null Bock. Hallo Hypno. Ach komm. Okay, okay. Dragon regelt. Dragon regelt. Kommt bitte kein Monsterraum, ey. Außer wir finden noch ein... Dings. Noch ein Flea Orb. Dann... Aber ein Monsterraum will ich trotzdem eigentlich nicht. Eigentlich eher ungern. Eigentlich eher ungern. Eine Simelbeere war das, ne? Ne, dann brauchen wir sie nicht. Oh, toll. So, Beerus hat den Orb aufgehoben. Okay. Das hat viel KP. Kramchef. Aua. Als ob. Als ob. Was? Jo! Alter! Das war Damage! Gegenschlag, okay. Regelt. Heilige Kacke. Furienschlag, Kratzfurie etc. So starke Attacken in diesem Spiel. Ohne Witz. Georok brauchen wir jetzt nicht. Oh! Jedes Mal, wenn ich diesen Raum, wenn ich einen Raum betrete, kriege ich doch Schaudern. Weil ich Angst habe, dass es ein Monsterraum ist. Ausdauerband. Nehmen wir gleich mit. Erstmal müssen wir hier aber Glurak besiegen. Feuerwirbel. Aua. Alter, als ob! Komm schon! Mann! Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Dreckskack, ey. Mann! Ich hasse es. So sehr. Hallo Voltec. Genau, so hieß du. Oh Mann. Schon wieder ein Belebersam weg. Und es wird hier schon geknallt, ey. Ich hasse es. Es ist nicht mal Silvester. Und es wird hier schon mit Böllern geknallt ohne Ende, ey. Oh, gut. Wir sind immerhin schon mal... Ne? Raumspaltenboden. Sieh nur, Doki, da drüben. Eine Sackgasse. Was machen wir jetzt? Wir können nicht mehr weitergehen. Ja, Erschütterung. Hallo, Palkia. Palkia? Widerstand ist zwecklos. Von hier kommt ihr nicht mehr weg. Ich öffne euch. Warum?
Es ist euer Schicksal, von mir beseitigt zu werden. Hier kommt es, Doki. Wir müssen kämpfen. Es ist soweit. Wir haben noch 2 Belebersamen, glaube ich, ne? Haben wir noch 2 Belebersamen? Ich hoffe, wir haben noch 2 Belebersamen. 2 Belebersamen. So, können wir irgendwas machen? Zerstört Fallen, ortet Items, fügt Schaden zu. Direkter Gegner, ja gut. Teleportiert Gegner zur Treppe. Anwender tauscht Platz. Haben wir irgendwie Blendsamen. Schlechter Sicht. Ja, bringt uns nichts. Wir können einmal Georockbrock werfen. Zack. Ja, es macht nicht so viel Damage. Aua. Digga, als ob. Wie sollen wir das denn schaffen? Das kriegen wir noch niemals hin. Gigasauger. Um jedenfalls wieder ein bisschen KP zu heilen. Drachenklaue. Gigasauger. Nein! Aua, aua, Drachenklaue auf Dragon, okay. Gigasauger. Okay. Raumschlag, aua. Aua. Wir haben keine Belebersamen mehr, Leute. Nice. Wir haben Pike, ja, trotzdem ist... Okay. Aber wir haben Glück heute. Das ist unglaublich. Palkia bewegt sich nicht mehr. Was ist mit ihm passiert? Palkia wurde vom Albtraum eingehüllt. Genau wie Azuril. Eine Stimme. Woher kommt sie? Wo kommt sie her? Ich weiß nicht, wer es ist. Deswegen, ich weiß nicht, ob es jetzt Darkrai oder Cresselia ist. Wer bist du? Was meinst du mit Palkia wurde in einen Albtraum gehüllt? Es bedeutet, dass sich die Macht der Dunkelheit viel weiter ausgebreitet hat. Wenn ihrer Ausbreitung kein Einhalt geboten wird, erstickt die Welt in Dunkelheit. Aber ihr beiden, würdet ihr den Albtraum von Palkia betreten? Ja, was? Den Albtraum von Palkia? Ja, wenn ihr seinen Albtraum betretet, dann werdet ihr erfahren, warum Palkia euch angegriffen hat. Also, was werdet ihr tun? Ja, was sollen wir tun, Doki? Sollen wir in den Albtraum hineingehen? Aber nicht jetzt! Was? Du willst nicht hineingehen? Aber wenn wir nichts tun, dann werden wir niemals mehr nach Schatzstadt zurückkehren können. Wir haben keine Wahl, wir müssen... Och, Mann. Schön, ihr habt euch entschieden. Ich schicke euch in den Albtraum von Palkia. Mann, was soll... Wie sollen wir das denn machen? Wir haben nichts, wir haben keine Belebersamen, gar nichts. Hey, Palkia. Wir zwei, was macht ihr meinen Träumen? Nein. Ich erinnere mich, wir haben gekämpft. Also warum träume ich? Du wurdest in einen Albtraum gehüllt, Palkia. Was? Was sagst du da? Ich bin in einem Albtraum? Ja. Das ist der Beweis. Ihr zwei solltet nicht existieren. Na, Palkia. Warte mal kurz. Wir möchten dich was fragen. Palkia, warum versuchst du uns loszuwerden? Ihr wagt es, die Unwissenden zu spielen? Ihr verzerrt den Raum mit skrupelloser Hemmungslosigkeit. Wenn die Verzerrung um sich greift, wächst die Macht der Dunkelheit. Die Welt wird in diesem Albtraum aus Dunkelheit ertrinken. Um dies zu verhindern, muss diese eure Existenz ausgelöscht werden. Aber es muss doch noch einen anderen Weg geben. Du herrschst doch über Raum und Dimension, Palkia, richtig? Kannst du die Verzerrung des Raumes nicht selbst beheben? Es stimmt, dass ich den Raum nach Belieben biegen kann, aber... Zum ersten Mal überhaupt kann ich einen Teil des Raumes nicht kontrollieren. Und noch schlimmer, die Verzerrung des Raumes verstärkt sich. Das ist alles euer Werk. Es bleibt nur noch eins, nur noch ein Weg, die Welt zu retten. Und der sieht vor euch für immer von dieser Welt zu tilgen. Ja, Palkia sagt exakt das gleiche, was wie Cresselia vor ihm. Madoki, Cresselia sagte uns also doch die Wahrheit. Vielleicht haben sie recht mit uns. Vielleicht müssen wir verschwinden. Dragon. Es tut mir leid für euch. Dies geschieht nur um der Erhaltung des Friedens willen. Bitte versteht das. Palkia. Hier seid ihr. Hier seid ihr. Habe ich euch endlich gefunden. Wer auch immer es gesagt hat. Cresselia.
Cresselia. Die sich ausbreitende Dunkelheit hat sogar diesen Ort verschlungen. Ihr müsst so schnell wie möglich aus dem Weg geräumt werden. Auf jeden Fall, bevor wir endgültig in den Punkt gelangen, an dem alles zu spät ist. Doki, wir gaben nicht auf. Wir haben getan, was wir konnten. Nach allem, was wir getan haben, war alles umsonst? War all unsere Mühe vollkommen umsonst? Seid ihr jetzt bereit für euer Ende? Cresselia, einen Moment. Sag uns noch eines zum Abschluss. Falls wir verschwenden, wäre die Welt dann wirklich gerettet? Ja, ein absolutes Ja. Die Welt wäre gerettet. Darum besteht nicht der Hauch eines Zweifels. Seid ihr endlich zufrieden? Ja. Wenn wir es müssen, wenn wir wirklich verschwinden müssen, wenn das die Welt retten wird, nach all diesen Taten, nach all dieser Zeit verliert Dragon seinen Willen. Und auch mir geht es nicht anders. Aber ist das wirklich das absolut richtige Vorgehen? Warte, Cresselia. Ich war blind vor Wut, als ich die beiden vorhin angriff. Aber jetzt, da ich sie sehe, sie scheinen nicht von Bosheit oder Niedertracht getrieben zu sein. In meinen Träumen, Cresselia, bestandest du darauf, dass sie böse seien. Aber sind sie wirklich böse? Cresselia hat das über uns gesagt? In den Träumen von Palkia? Lass dich nicht von der Äußerlichkeit täuschen, Palkia. Wenn wir sie jetzt loswerden, dann sind wir alle gerettet. Dann hat auch Palkia Cresselia in seinen Träumen getroffen. Aber jetzt wird Palkia misstrauisch. Irgendetwas stimmt hier absolut nicht. All das basiert auf den Behauptungen von Cresselia. Das reicht, ich werde euch jetzt beseitigen. Dragon, nicht die Hoffnung aufgeben. Nehmt das. Ja, genau, das ist es. Niemals die Hoffnung aufgeben. Ja, genau, das ist es. Niemals die Hoffnung aufgeben. Oh, lol. Cresselia. Was? Da ist eine zweite Cresselia. Ich wusste es! Es ist Drakra, ich wusste es! Ah. Was ist das hier? Wer ist das? Hervorragend, ich bin genau rechtzeitig gekommen. Zum Kuckuck mit dir, Cresselia. Mein Plan wurde durchkreuzt. Gerade als ich diese zwei Mischer ein für alle Mal loswerden wollte. Hört bitte zu, Doki und Dragon, Palkia. Ihr seid die ganze Zeit an der Nase herumgeführt worden. Von Darkrai dort. Was? Die Cresselia, die ihr bis jetzt zu kennen glaubtet. Das war nicht ich. Die falsche Cresselia war nichts als eine Illusion von Darkrai. Es war nur ein Trugbild meiner selbst. Was? Die Cresselia, die wir bis jetzt kannten, das war nur eine Fälschung? Darkrai, eine Kopie von mir in Form einer Illusion zu verwenden, um andere zu täuschen. Das ist so typisch für dich. Sonst bringst du dein wahres Selbst nicht zum Vorschein. Normalerweise agierst du zum Schutz der Dunkelheit. Dass du persönlich aus dem Schatten hervorkommst, um die beiden zu beseitigen, das sieht überhaupt gar nicht ähnlich. Wir beide hinter Cresselia. Was, wir? Korrekt. Pass gut auf. Also, der einzige verantwortlich für die Ausweitung der Raumverzerrung. Für die Einhüllung der Welt in einen Albtraum. Das bin ich. Es ist mein Werk. Meins allein. Was? Was hast du gesagt? Ihr seid herzlich dazu eingeladen, zu versuchen, mich aufzuhalten. Kommt zu mir in den Dunkelkrater. Du kommst nicht davon, Darkrai? Darkrai ist verschwunden. Du fängst mich nicht, Cresselia. Niemals. Ihr zwei, ich werde im Dunkelkrater warten. Dunkelkrater? Okay, wir haben doch noch eine Chance, Belebersamen zu holen. Oh. Meryl. Azuril, das ist toll. Du bist aus dem Albtraum aufgewacht. Ja. Das waren Sie, Frau Cresselia. Vielen Dank, vielen Dank. Und auch Herr Traumato. Ich? Vielen Dank, Herr Traumato. Herr Traumato, ich muss Ihnen auch danken. Sie sind die ganze Zeit bei Azuril geblieben, um auf ihn aufzupassen. Ganz herzlichen Dank. Ach, nicht doch. Das war das Mindeste, was ich tun konnte. Hör mal, Cresselia, was ist mit Palkia geschehen? Palkia ist in der Raumspalte untergetaucht. Dort will es sich um die Verzerrung des Raumes kümmern. All das Wesen, das den Raum beherrscht, liegt ihm der Volk sehr am Herzen.
Die Bürde dieser Aufgabe wird es hier nicht mehr so schnell erscheinen lassen. Ja, sehr gut, beeindruckend. Das ist echt fabelhaft. Wirklich fabelhaft, Cresselia. Wir hatten von deiner Macht, die Dunkelheit zu vertreiben, gehört, aber nur gerüchteweise. Und es hat alles gestimmt. Ah, ich muss zugeben, das ist total fantastisch. Ich verstehe. Du hast deine Macht eingesetzt, als du in dem Albtraum von Palkia warst. Auf diese Weise hast du Palkia und uns aus dem Albtraum geholt. So ist es. Ich habe tatsächlich die Macht, Dunkelheit zu vertreiben. Sie lässt mich Albträume verjagen und Schläfer aus ihrem tiefsten Schlaf wecken. Das Wesen von Drakrai ist das Gegenteil von meinem. Es hat die Macht, die Schlafenden in Albträume zu hüllen. Dragon und Toki, erinnert ihr euch, wo ihr meine betrügerischen Nachmacher getroffen habt? Die falsche Cresselia, die ihr getroffen habt? Diese Begegnung fand immer in Träumen statt, oder nicht? Das stimmt. Es stimmt. Das erste Mal war in meinem Traum. Und später, wenn ich so darüber nachdenke? Ja, das lese ich jetzt nicht nochmal vor, das hatte mich schon. Zu dieser Zeit habe ich nicht geträumt, also es ist mir nie richtig bewusst geworden. Aber jetzt wird mir klar, dass es in dem Albtraum von Azuril war. Mit anderen Worten, ich war dennoch in einem Traum. Beim nächsten Aufeinandertreffen war ich in dem Albtraum von Palkia. Der falschen Cresselia. Ihr sind wir nur in Träumen begegnet. Okay, Leute. Bevor es weitergeht, ich weiß nämlich, dass jetzt eigentlich noch eine richtig lange Szene, Lava-Szene kommt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ist oder später, aber ich beende hier jetzt den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.